So, jetzt funktioniert's. Liebe Leute, herzlich willkommen hier zum Mitschnitt des Livestreams vom 22.06. hier auf YouTube, jetzt zum nachträglichen Angucken. Der Livestream läuft auf twitch.tv/tastenhauer und die nächsten Streams werden nicht nur Assassin's Creed 4 und Heavensward, sondern auch U-Boat werden hier auf Twitch stattfinden und vorübergehend werde ich, oder zumindest in der nächsten Zeit, werde ich auch nicht mehr auf YouTube streamen, aus gegebenem Anlass, weil sich YouTube Livestreaming als sehr unzuverlässig, fummelig zu bedienen herausgestellt hat und vor allen Dingen die Stream-Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben war, zumindest in meinem letzten Stream nicht. Das hat mich sehr geärgert. Dementsprechend haben wir das Ganze jetzt umgesattelt hier auf Twitch, so wie natürlich Assassin's Creed sowieso immer auf Twitch läuft, zum Beispiel. So, wir haben hier wieder kleine Ruckler drin, aber die sind aus dem Spiel heraus. Assassin's Creed 4 ist echt so ein Spiel, genau wie der dritte Teil, die haben damals mit der Engine, die ist nicht gut gealtert, die Engine, die ist irgendwie ein bisschen ruckelig manchmal, selbst bei modernen Systemen. Da muss man sich so ein bisschen... Da muss man sich wirklich so ein bisschen reinfuchteln, sage ich jetzt mal. Wir haben die Espada Ancha anscheinend ausgerüstet, okay. Pistolensets, können wir uns da überhaupt irgendwas leisten? Wir haben die Ratschlosspistolen 115, 113. Ja, die sind alle zu teuer. Am liebsten hätte ich ja die spanischen Offizierspistolen. Da müssen wir aber 7000 Reales ansparen. Ich hoffe, ich achte da heute mal drauf. Next time. Okay. Oui, oui, oui. Monsieur, madame. Dann schauen wir mal. So. Wo ist denn eigentlich unsere nächste richtige Mission hier? Hallo? Hier oben. Unsere Hauptmission, okay. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch mit ihm hier gespielt, ne? Mit unserem guten alten Eingabegerät, dem Gamepad. Ich glaube, ich sollte vermutlich dabei bleiben. Ja, Söter, das ist schön, dass du mich dran erinnern willst. Das ist sehr gut, denn das Gerät während des Spielens und Aufnehmens leicht mal wieder aus dem Fokus heraus, wenn man hier so in die Spielwelt eintaucht. Sehr gut. Dafür schon mal vielen Dank. Und wir brechen jetzt auf. Yay, alle sind happy. So, Captain at the Helm. Wir sind wieder auf der Brücke. Und werden dann mal weitermachen im Spiel hier. Ich bin mal gespannt. Ich hab die Story schon wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der langen Zeit wieder so halb vergessen, glaube ich. Schauen wir mal. So, wir waren hier, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie so ein Wrack angetaucht, haben das erste und zweite Mal die Tauchglocke eingesetzt, das weiß ich noch. Und die Mission hier heißt im Übrigen des Teufels Advokat. So, wir sind übrigens ziemlich bekannt, man sucht uns schon. Mal gespannt, ob wir gleich angegriffen werden irgendwie. So. Ah, Pirate Bounty Hunters. Alles klar, habe ich gesehen. Wir werden uns dem stellen. Gucken, ob wir treffen. Der Mörser. Mist, schade. Im wahrsten Sinne des Wortes, Mist. Warte, warte, warte. Oh Gott. Yes! Hier ist es ziemlich unübersichtlich wegen den Inseln.
Oh, Hilfe. Ist da noch einer? Okay. Boah, er hätte aber harte Geschosse ja aktiviert. Ein harter Brocken, der Typ. Na komm, na komm, na komm, na komm. So, wir kriegen den hoffentlich. Pandoron ist auch da. Hallo! Einaugen-Pando entert Kapitän Tastenbart Streamschiff. Sehr schön. Wunderbar. So, was macht er jetzt? Hängt er an der Insel fest? Ist ja nicht irgendwo so ein Tornado, ja? Ich glaube, der hängt jetzt hier fest. Wir gucken, ob wir den da treffen können. Ja! Ja, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir können ihn entern. Sehr schön. Wir haben natürlich auch gut eingesteckt, aber hey, es war ein Piratenjäger. Das war also gar nicht so leicht. So. Ja, der ist schön an der Insel hängen geblieben. Nicht schlecht. So, wollen wir jetzt mal hier zum Entern. Oh Gott, ruckel, ruckel. Daneben. Ruckel, ruckel again. Oh Gott, dieses Ruckeln zwischendurch, das nervt. Er ist nicht nur auf der Insel hängen geblieben. Eigene Crew getötet. Ja, es ist zu spät. Jetzt können wir rüber wechseln. Aber es ruckelt wieder so krass. Warum? Ist das nicht unser eigener Mann? Ach nee, das sind jetzt ja auch Piraten. Übrigens, klar, hau ich den. Mit der blanken Faust. Warum nicht? Jawoll. Yes. Ha, 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 ha. Mit dem Tritt haben wir sie besiegt. So. Hm. 55 Metall, das ist ordentlich. Bekanntheitsgrad verringern, Jektor reparieren. Ich glaube, das wäre jetzt das Wichtigste erstmal. So. Und damit haben wir den Piratenjäger auch ausgeschaltet. Sehr gut. Tschüss. So, we can improve the ship. Ja, das können wir aber auch noch später machen. Edward Brofist Kenway. So in der Richtung, Söter. So. Es ist auf einmal ziemlich neblig hier, ne? Krass. And when we get to Bristol Town, the hero.
Ja, das war ein bisschen knapp. So. Oh Gott, wird das nebelig hier. So, richtig schlechte Windbedingungen haben wir hier auch für unsere Richtung. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie berappen, dass wir hier noch an das Ziel kommen. Aber so weit ist es auch nicht mehr. So. Was haben wir hier drüben noch? Da können wir, glaube ich, wieder was einsammeln. Stoffe. Hier auf der Insel könnten wir noch eine Truhe plündern. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Hui! Ja, Captain ist nicht mehr auf der Brücke. Meldet sich ab. So, dann holen wir uns hier mal diese Truhe ab, die hier noch liegt. So, 5 von 46 Truhen. Ein Saphir war dort drin. Sehr schön. Da geht's jetzt wieder im Laufschritt zurück. Übrigens, unsere neue Galleonsfigur dort sieht auch richtig, richtig cool aus. Sehr schön. Auf geht's, wir fahren weiter. Oha, Wind. Und zwar nicht zu knapp von rechts. Oh. Boah, was eine Brise. Guckt euch das mal an. Drei Pfeiler auf der Karte hier. Jetzt hört's wieder auf. Doch, jetzt geht's wieder los. Oh. Da ist übrigens einer, den wir retten müssen. Junge, nicht schlecht. Da geht es natürlich jetzt richtig schnell. Bei dem Wind hier. Da haben wir vollen Wind in den Segeln. Sehr schön. Noch ein Kilometer, dann sind wir auch schon da. Jetzt hat der Wind aber gedreht. Oh, 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 oh. I didn't see it. Ich habe es nicht gesehen, denn... Es ist so fucking nebelig. Haben wir die Flamingos erschreckt hier. Auffahrtfeier. Das kommt davon, wenn man immer so schnell fährt. Das ist halt gefährlich, ne? Aber so ist das Piratenleben. Gefährlich und schnell. Blackbeard who struck first. Opened fire on a British man of war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Hmm. So, die Queen's Anne's Revenge ausfindig machen. Ist das jetzt das Schiff von Blackbeard? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber wir werden es herausfinden. Da bin ich mir sicher, auch wenn es hier wieder keinerlei Sicht gibt. Um Gottes Willen, das ist ja hier ein Sprühnebel. Bleibt er jetzt unser Verbündeter? Kommt er mit uns mit? Nee, ne? Ich fürchte, nein.
Captain, there's a wreck yonder. It looks recent. I see it. Let's hope Thatch hasn't come to the same end. Wo hat er das denn gesehen? Hier vorne, ne? Hier sind Wrackreste. This is getting well out of hand. A dozen crates of medicine should not be so hard to come. That ain't my meaning. It's Thatch and Hornigold and this pointless feud of theirs. Can't you feel it? I do, aye. But both men have their hearts in a good place. Both want the best for the people of Nassau. But is that the best course for us? Saving a city that ain't worth much. We're not men made to govern. We take and spend and live heartily wherever we go. What solution would you propose? The answer's in wealth and power, not politics. If we found the observatory, we'd see enough money to buy the whole of England. Or it might be we'd lord over these kings and emperors like they was peasants themselves. A lot of large talk, Captain. But is it your crew you sail for? I mean the best for these men. This don't sit right. I feel like I'm running errands, not living my life. So, ich habe jetzt mal nicht zwischengesprochen zwischen dem Dialog. Ich glaube, das ist ganz gut so. Dark Skies and Rough Seas. Ja, hier ist vor allen Dingen auch viel Wind. So, hier müssen wir wieder drumherum fahren. Da hinten ist aber, glaube ich, wieder ein Wrack. Wir sollen ja irgendwelche Leute einsammeln. Ich glaube, da werden wir uns mal weiter betätigen hier. So, einen müssen wir noch finden. Da drüben ist noch wer glaube ich. Oh nein, da oben ist... Da vorne ist wieder eine Insel. Oh. Ja. Mehr ging nicht bei dem Wind. Dass das Schiff jetzt da hinten entdeckt, ist natürlich dann ärgerlich, aber nichts zu ändern. So, immerhin haben wir die 5 Leute gerettet, da wir haben die Queen Anne noch nicht ausfindig gemacht. Fregatte, HMS Athena. Was ist da hinten? Ist das ein Schiff? Nee. Hier gibt es theoretisch noch viel mehr Leute zu retten. Mal schauen, ob wir die hier wiederfinden. Hier ist es ja sowas von schlecht sichtbar. Also hier Schiffe wiederzufinden ist echt nicht leicht. Ja. Hier ist immer noch die HMS Athena, ne? Steadfast, eine Brick ist hier. Ja. Ja. Na, ganz so alleine sind die hier nicht. Yes, Volltreffer. Fire! Fire! Fire!
Aber nicht gut. Oh, das wird Aua geben. So. Gut, sehr schön. Ah, ein bisschen getroffen haben wir sie. Nee. Oh, das wird anstrengend jetzt hier. Na, na, na. Oh ja, sie sind down. So, wir halten zum Entern. Oh, jetzt werden wir angegriffen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Gut, dann Fregatte angreifen. Warum auch nicht? Wir haben es ja. Von 15 immerhin. Hui! Verprügel die jetzt einfach. Aua. Na, da habe ich nicht gesehen, dass der angegriffen hat. Jetzt habe ich es gesehen. Mit der Faust wird hier aufgehalten. Zack, zack, zack. So. Um. Er ist aber immer noch nicht platt hier. Kann immer noch Schläge vertragen. Er ist immer noch nicht platt, weil er mich immer genau unterbricht. Jetzt aber nicht, mein Freund. Jetzt aber nicht. So. So, Captain ist hier oben. Jawohl! Von hinten, ganz sneaky. Sehr schön. Hm? So, Alter, das ist eine Fregatte. War echt ganz schön mutig, die jetzt direkt zu entern, aber oh ja. Oh ja. 50 Holz, 90 Stoff, sehr schön. 4 schwere Kugeln, 2 Mörsergeschosse und 5 Crewmitglieder. Wir können sie in die Flotte aufnehmen und den Ejector reparieren. Ich würde sagen, wir nehmen die jetzt erstmal in die Flotte schon auf. Fregatten kann man ja gut gebrauchen. Wenn sie denn entsprechend wieder repariert ist. Und ja. Ah, ein bisschen zu spät, glaube ich. Oh. So, die haben wir auch weg. Ah, boom! Jawohl! So, Queen Anne's Revenge haben wir immer noch nicht ausfindig gemacht. HMS Royal James, das ist die Chasseur und das ist die Steadfast. Das waren die beiden Bricks. Was ist da hinten? Können wir das noch nicht sehen? Nee, ist noch nicht sichtbar. Das wollen wir gleich mal nachgucken. Bis dahin würde ich sagen, wir entern mal wieder ein bisschen was. Es lohnt sich ja. Na, so weiter geht, ist das Gewässer leer. Das stimmt allerdings. Na gut, so, holt sie mal runter. Oh, Pulverreserven des... So,
So, eine Pulverreserve zerstört. Ich weiß nicht, wo ist denn die andere? Ist sie hier? Keine Ahnung. So. Zack. So. Pulverreserven zerstören sollen wir hier. Oh, das ist ein Dicker. Habe ich gar nicht gesehen. Ne, der lässt uns wieder nicht. Aber jetzt. Zack. Pulverreserven ist da hinten. Leider hat das nicht funktioniert, weil er uns aufgehalten hat. Na. Oh. Hupala. Das war ein bisschen heftig, die Explosion. Ups. Ups. Komme ich denn jetzt hier am besten hoch? So, 14 von 15. So, Freunde, das war's. War aber knapp. Ganz schön knapp das Ganze. So, Fregatte, die nehmen wir natürlich auch wieder auf, ist ganz klar. Schön, haben wir wieder viel erobert hier. Sehr gut. Naja, unsere Flotte, die ist schon ganz schön kompetent geworden jetzt in der letzten Zeit. Da haben wir uns schon echt viel Mühe gegeben. Aber wir müssen immer noch die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Leute, denn wir haben schon eine lange Folgenzeit erreicht. Also bis zum nächsten Mal. Für euch auf YouTube. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.